Und ja, da sind wir wieder bei Assassin's Creed. Ja, Entschuldigung, dass ich dieses Assassin's Creed so betone. Ich finde, klingt ein bisschen interessanter. Nicht so. Herzlich willkommen bei Assassin's Creed. Heute geht es um Flaschen und wie man Flaschen tötet. Nee, das ist. Nee. Das ist langweilig. Ich will hier Action, ich will hier Frauen, ich will hier Morde, jo. Alle Chlor. Gut. Dann werden wir mal sehen, was der Hans von uns will. Mit dieser neuen blinkenden Tür. Schaut euch sie an, sie blinkt. Wenn ihr sie haben wollt, bestellt sie. Und zwar an diesem Fenster hier, neben der blinkenden Tür, wo man reingucken kann, wo der Hans rumsitzt. Und da sieht man ein Miniaturbauteil von einem Haus. Kriegt ihr dazu zu dieser Tür? Damit seid ihr der Star auf jeder Party. Den nehmt ihr mit zur Party und ja. So, genug gequasselt. Jetzt geht weiter mit Assassin's Creed. Avanti. Ezio. Prego. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier, kostet doch mal. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Wo waren wir? Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Ach, ja. Oh, da ist Rosa. Mal schauen, was sie will. Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Affen machen alles nach. Ups. Springt, Ezio! Ey, nein, böse. Hä? Na endlich. Nach der Kante. So, wie war ich? Es gibt bessere. Ah, ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz Ohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Puh, jetzt können wir noch viel besser klettern.
Das ist schön. Er lernt. So, noch diese Kiste aus Räume. Und ja, dann geht's weiter. Nein, nein. Ezio macht das, was ich nicht will. Er hat seinen eigenen Willen auf einmal. Da können wir auch nicht durch. Aber wir werden mal hier schwimmen gehen. Leider können wir da noch nicht lang. Aber wir können hier lang schwimmen. Und das führt uns auch zu dem Ziel, wo wir hin wollen. Und ich sollte mal dann anfangen, meine... Wie nennt man das? Ah, der ist doch perfekt. Geld habe ich auch noch genug. Perfekt. So, dann holen wir unsere Stufe mal ein bisschen hoch. Ach, verdammt. Naja. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schmied. Und da müsste auch einer sein bei der Kirche. So. Schwimmen wir hier mal weiter. Ah, hier. Hier sind wir richtig. Perfekt. Perfekto. So. Genau, reparieren. Alles reparieren. Perfekt. Haben wir echt nur Lederstiefel? Lol. Ihr werdet sehr zufrieden sein, ich weiß es. Ich muss unbedingt mal wieder nach, wer ist das Dorf? Keine Ahnung. Zu seiner Stadt halt. Sein Dorf, ein sein Ghetto. Hoch zu klettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zu. Das kam ein bisschen plötzlich. Zu. Missionsauftrag. Na, 5 Minuten, ich hasse diese Aufgabe. Ey. Ich hasse diese Aufgabe. Hallo? Keine Sorge, wir schaffen das. Okay, da geht's nicht. Dann gehen wir. Hallo. Ich hasse diese Mission. Wie soll ich denn sonst darüber kommen? Ich weiß auf jeden Fall, soll man hier hoch erstmal? Ach, so eine Verarsche hier. Okay, dann hier rüber. Naja, Hauptsache, wir schaffen das. Und wir schaffen das. Wird auch gelacht, wenn wir es nicht schaffen. Seht ihr, schon sind wir hier. Dann brauchen wir nur noch... Okay, da geht nicht, also müssen wir... hier versuchen. Ich weiß, es ist gewagt, aber... man muss für seine Kunst leiden. Okay, da geht nicht. Ah, hier. Na, da hoch müssen wir nur. Ich sagte doch, schaffen wir. Wahrscheinlich hätten wir noch andersrum gehen können. Oder? Keine Ahnung, bin immer nur bei der Tür. Habe ich immer versucht. Und ja. Und fertig. Achso. Und? Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. Hm.
Wisst ihr, was mich stört? YouTube ist schon was Schönes, nur es geht nur als kleiner YouTuber hat man nicht die Möglichkeit wie ein bekannterer YouTuber, versteht ihr? Man macht ein Video, man möchte das andere schauen und bewerten. Alles gut soweit. Jetzt kommt aber das andere das auch machen und so vielleicht Zuschauer das nicht sehen. Das finde ich das Schlimme daran. Naja. Wer zuerst kommt, mal zuerst, versteht sich. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, wir müssen da lang. Ja. Und ja, ich bin auch ein kleiner YouTuber. Also mache ich nur freizeitig als Hobby, versteht sich. Und ja. Und hab schon an mir zu gezweifelt, weil keiner auf meine Videos schaut. Ist doch so. Nach einer Zeit, wenn keiner deine Videos schaut, fragst du dich auch, was los ist. Liegt das an dir? Bist du langweilig? Ohne Aufrufe? Haben sie schlechte Nachrichten an andere weitergegeben? Ich meine, richtig schlechte Videos verarschen haben ja auch Klicks. Also du kannst daran nicht liegen, dass du schlecht bist. Es liegt daran, dass die Leute dich nicht finden. Und das ist das Ganze. Es gibt zu viele Videos und jeder will ja Aufmerksamkeit und Klicks und Abonnenten. Aber es ist ein bisschen scheiße für die Kleinen, die keine kennt. Wisst ihr? Vielleicht sollte ich mal Werbung machen. Vielleicht hilft das. Weiß nicht. Mal schauen. Ben trovato, Ugo. Was gibt es denn? Ihr und Rosa konntet vom Shirter entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk. Aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Ich würde. Na, ich meine, ich hätte ja nichts gegen schlechte Bewertungen, aber so weiß ich ja nicht, was ich besser machen muss und so. Und es ist halt deprimierend. Keiner schaut deine Videos, du nimmst auf, du rennst. Es ist deprimierend, dass mir Videos und dass ich jetzt gestorben bin. Weißt, man gibt sich Mühe, man rennt, man steckt Arbeit in der Hand. So. Und wofür? Keiner sieht sich's an. Deprimierend. Ich habe ein Video auf YouTube gesehen, da wird gesagt, man soll einen speziellen Namen nehmen. Das soll helfen, aber weiß ich nicht. Puh. Winnie Puh. Gibt's hier nicht einen Arzt oder so? Emilio sagt, es ist eine Einheit. Aber was er wirklich will, ist Macht. So. Befreit, wenig Aufstand. Perfekt. Vier Verbündete, einer muss überleben. Das schaffen wir. Das heißt, einer muss nur überleben. Der Rest kann verrecken. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen, dass alle durchkommen. Ja. Ja. Erstmal hier hoch. Ja, das ist halt scheiße für die kleinen YouTuber, die niemand kennt. Naja. Vielleicht frage ich mal Kirschi. Er hat mich ja drauf, er hat mich ja drauf gebracht, mit dem anzufangen. Oh, zwei Verbündete nur noch. Das war knapp. Naja, nicht zu knapp, aber ging.
Müsste ich mal fragen, ob er mir ein bisschen hilft. Ich möchte ein paar mehr Klicks, möchte halt wissen, ob ich gut bin, ob es witzig ist, ob es gut ankommt. Und wenn niemand schaut, niemand die Videos schaut, weiß ich ja nicht, was ich besser machen soll. Was haben die denn? Hört nur, wie sie jammern. Erbärmlich. Kein Wunder, dass ihr Meister sich versteckt. Der Hauptmann sagte... Gottes Wille geschehen. Oh. Da nehmen wir mal einen Dolch. Der Dolch ist die beste Waffe. Ist meine Lieblingswaffe. Ich mag kleine Messer und Dolche. Wieso habe ich denn schon wieder... Wieso werde ich denn schon wieder gesucht? Alter. Nein, böse. Aus. Alter. Du und dein Scheich, Speer. Geh weg mit deinen Scheiß. Na, irgendwann musst du aufgeben. Irgendwann hast du keine Chance. Na komm. Stirb. Oh. Nein. Das muss jetzt klappen. Ich bin am Ablosen. Ich schaff das. Ich schaffe es. Ich sterb jetzt nicht. Ich darf nicht sterben. Endlich. Das war eine Aktion. Gibt's hier echt kein... Oh, da ist ein... Ah, puh. Muss mal heilen. Das wäre schief gegangen. Warte mal. Nee. Gut. Das sollte jetzt schnell heilen. Dann haben wir wieder Medizin. Brauchen wir eigentlich nicht, aber... Ist zur Sicherheit. Nicht, dass ich nochmal sterbe. Hey, da ist ein Steckbrief. Wie passend. Warte mal, wenn ich jetzt nochmal da wieder hingehe, müsste da wieder einer sein. Also wenn ich jetzt zum Arzt nochmal gehe, müsste er wieder da sein. Naja. So. Ich müsste immer fragen, ob er mir hilft oder auch nicht. Okay, das war fies. Naja, ich habe ja schon versucht, bei Freaky ein neues Spiel zu kriegen. Das heißt, ich kriege vielleicht mehr Klicks, weil es ein neues, weil es ein, naja, sagen wir mal, ein neues Spiel ist. Was nicht so viele Let's Play wahrscheinlich. Und das wäre schön, wenn ich dadurch auch mehr Klicks kriege. Versteht ihr? Und ich würde dann auch was Positives tun für sie. Wenn ich mehr Klicks kriege, mache ich auch mehr Werbung für sie. Aber erstmal frage ich Kirsch, ob er mir hilft. Hm. Ich rede über alles Mögliche. Ja, andere sind vielleicht witziger und haben bessere Themen und spielen besser. Das verstehe ich nicht, warum er sich mitdreht. Hm. Ja. Vielleicht will er mitdancen mit dem anderen Typen. Tanz des Todes. Was sollte das?
Na gut, gehen wir gleich wieder zum Händler, weil da, Arzt meine ich, weil da viel ein ist. So positiv. Gefunden. So, Medizin. Können wir uns ja nachher wiederholen. Schön, schön. Na komm her. Ach. Gib doch gleich auf, ihr habt doch eh keine Chance. Na komm her. Oh nein. Ein Rumgehampel erinnert an einen Fußkarten Trunkenbold, der den Saltarello. Was ich auch gut, naja, gut und schlecht finde, dass die Gegner auch seine Moves machen können, mit den Schwertern zum Beispiel, dass sie einen One-Hit machen können. Wenn man nicht aufpasst. Also genau dasselbe, was wir mit den anderen Gegnern machen. Können die auch bei uns machen. Finde ich gut, aber auch schlecht. Aber wenn man nicht aufgepasst hat, kann es das Letzte gewesen sein. Besonders bei den Schwertypen muss man aufpassen. Ja, und er gibt auch nicht auf. Na jetzt. Genau das können sie auch bei uns machen. So, die Letzten. Gehen wir mal zum Arzt. Pflege für alle. Gut. Ich brauche aber... Da oben ist nichts, schade. Und hoch. Noch ein hoch. Immer höher und höher und höher. Oh. Ganz vergessen. Wir... Das war's immer mit diesem Part hier. Hoffe, ihr hattet viel Spaß. Hoffe, ich konnte euch unterhalten und über alles Mögliche sagen. Und ja, bis dann zum nächsten Part. Hoffe, ihr seht uns weiter und hoffe, ich kriege mehr Zuschauer. Weil ist halt deprimierend und ach, werdet ihr ja noch alles sehen. Bis dann.